So, was wollen Sie denn? Ja, hi, Äbtissin. Die hat von meiner einträglichen Handelsroute nach Northbury gehört. Ja, die ist cool, ne? Sie meint, dass sowohl ihr Kloster als auch das eure vom Handeln miteinander profitieren können. Und so fragt sie, ob ihr irgendwas braucht. Hi, Äbtissin. Die Äbtissin wird euch mit ein paar Fässern Weinchen. Wird euch mit ein paar Fässern Wein schenken, um mit Northbury zu handeln. Naja, okay. Die Äbtissin wird mit Northbury ein Geschäft über gekaufte Werkzeuge aushandeln. Handelsbonus von 25%, wenn Werkzeuge gekauft wird. Ja, ich kaufe ja nichts. Wird eine Ladung mit Baumaterial schenken. Ja, pff. Das halt. Ja, ich nehme dann mal den Wein gerne an. Gar keinen Lagerplatz für Wein, glaube ich. Wüsste nicht wohin damit. Ist egal. Stell's mir irgendwo hin. Was soll's? So. Noch mehr Arbeitsplätze. Sind jetzt gerade nur Mönch und Nonne, die sich hier auch mit drum kümmern. Ich brauche ein weiteres Nahrungslager, weil Lagerhaus, Speicher. Stellen wir mal ruhig hier oben hin. So, weil das Kloster nämlich jetzt dann natürlich auch noch Beeren produziert und jetzt haben wir hier auch noch was mit Wein und Kräuter und irgendwo muss das Zeug ja hin. So. Zack. Dann machen wir den da. Damit die sich. So, das ist jetzt beides positiv. Ist jetzt nur noch das Königreich der Unzufriedenheit. Hier sind jetzt halt einfach auch wieder Bäume, die nicht weggehen. Wo ich dann auch hier in der Tat einfach hingehe und sage, gut, okay, wenn ihr jetzt so dumm seid, dann reiße ich euch ab, indem ich euch ein Forsthaus hinstelle. Das ist eine ganz, ganz billige Variante, diese Probleme zu lösen, aber geht halt nicht anders. Ich kriege offensichtlich nur so diese kaputten Bäume hier weg. Dann auch die Frage, inwieweit das vielleicht auch die den Bau von Häusern blockiert oder so. Wenn ja alles kaputt ist. Also hier sind auch noch zwei Bäume, die ihr nicht wegkriegt. Ach, guck mal, jetzt sind die Bäume verschwunden. Ist doch schön. Genügend Unterkünfte. Ja, sie bauen halt nicht. Ist doch nicht meine Schuld. Sie bauen halt nicht. Sie haben hier ein riesen Gebiet, um Häuser zu bauen, aber sie tun es halt nicht. Also, was soll ich machen? Ist nicht mein Problem. Eigentlich ist es schon mein Problem, aber ich kann es halt nicht ändern. Zack. Wieder ein paar Bäume weg. Langsam kriegen wir hier Platz rein. Hier ist auch nochmal so ein Mini-Pups-Ding.
Aber so langsam kriegen wir hier wieder eine saubere Kante rein. Was das hier noch mit den Bäumen ist, die hier die ganze Zeit nicht so wollen, weiß ich halt auch nicht. Das ist wieder das Lager voll. So, das läuft wunderbar. So, hier werden es aber, glaube ich, schon auch noch weniger Bäume. Der kommt bald an nichts mehr dran. Weil ist immer noch da hinten am Schaffen. Schon schwierig mit euch. Relativ wenig Werkzeuge immer noch. Sehr schön. Und wieder abreißen. So. Es ist auch noch ein Mini-Pupsbaum hier. Ja nicht. So, jetzt haben wir hier noch die Mini-Pups-Bäume Blatt. Und dann haben wir hier, glaube ich, jetzt langsam mal das Problem hier schon mal gelöst. Ist halt voll, aber ansonsten. So. Werden hier mittlerweile Skulpturen errichtet? Nö, dem fehlen Ressourcen. Warum? Weil er Marmor braucht. Ach so, ja, das ergibt natürlich komplett Sinn, dass wir Marmor brauchen. Ja, klar. Oh, moin, so. Ist ja logisch, ne? Was denn auch sonst? Ich freue mich ja, dass wir hier sowas ganz Besonderes haben, was wir einfach nicht nutzen können, weil die dafür notwendigen Ressourcen komplett kloppt sind. Sagen wir jetzt mal alles, was hier irgendwie so aus dem Kloster kommen kann. Honig machen wir auch gleich mal. Das geht ja hier auch mit Sicherheit irgendwann. Klosterlager. Projektskulptur für achteckiges Becken. Fehlende Ressourcen. Ach, da sind auch Werkzeuge hingewandert. Marmor. Entschuldigung. Natürlich, Marmor. Ach, wie hätte ich das denn nicht wissen können? Dass wir da Marmor brauchen. Ah, das ist ja auch. Wahrscheinlich sackenteuer, die Scheiße. Dass es überhaupt irgendjemand hat hier. Nö. Natürlich nicht. So, jetzt sind hier auch die Mini-Bäume weg. Jetzt müsste es hier eigentlich langsam mal in eine gewisse Ordnung kommen. Holz für den Bischof! Ja, gar kein Thema. So, mittlerweile ist der Bischof mit uns auch schon sehr zufrieden, nur noch der König mag uns noch nicht so, weil wir uns um den noch nicht gekümmert haben.
Dafür müssten wir irgendwo Militär aufbauen, dann wäre er auch ganz glücklich. Aber ich fand jetzt das Kloster erstmal wichtig. Ist auch schön zumindest, dass wir, wenn ich überlege, wie wir vor 1, 2 Aufnahmen hier noch rumgekrebst haben. Ah, es sind weniger Bäume geworden. Also er kriegt es schon doch noch weg. Hier zumindest. Und immer gewartet, ein bisschen mal was gebaut, wie schnell dieses Kloster jetzt hochgezogen wurde. Also es hat sich echt was getan. Wir haben Material auf Vorrat. Wir haben immer Geld. Schon gut, schon gut. Jetzt würde ich hier ganz gerne hier in die Mitte. Wobei theoretisch, wenn die eine solche Reichweite haben, kann ich den auch lassen. Ist auch eigentlich dann egal. Eiche Poppelkiefer. Guck mal, die kommen ja trotzdem bis da hinten hin und müssen da ja oben eh nichts abholzen. Also brauche ich den jetzt eigentlich auch nicht den wieder abreißen, hier neu aufbauen, können wir den hier gerade lassen. Bis diese gesamte Wiese befreit. Von verpackten Bäumen. Ich weiß nicht, wie weit hier jetzt noch irgendwas hinten rumsteht. Das ist aber jetzt mal mein Problem, nicht mehr unbedingt sein muss. Denn wenn die hier vorne erstmal gepflanzt haben und die auch wieder funktionieren, wie sie sollen, dann kommen die da hinten eh nicht mehr hin. So. Ist jetzt hier das Lager gerade voll? Ja. So. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir den Marmor einkaufen, das kann es eigentlich echt haken. Mach das wieder aus, weil. Hier hat einfach niemand Marmor, also kann es mir auch keiner verkaufen. Der hatte einfach nur Stein. Ich könnte dieses Gebiet kaufen, ich käme aber wahrscheinlich nicht dran. Weil ich erst hier durch dieses Gebiet durch muss, um an den Rand zu kommen. Es ist halt die Frage, was mehr Sinn macht, jetzt was Gebiet kaufen betrifft. Halt jetzt alles auch mal hier ist auch noch so einer. Auch noch ein Gebiet. Für 50 kann ich das kaufen, ne? Ja, das macht ja so um keinen Sinn. Der würde halt schon Sinn machen. Da käme ich eher an den ran und auch an den. Ich kaufe den jetzt einfach. So. Genau, dann haben wir nämlich der. Das ist ein ganz nice Gebiet. Hier gibt es nämlich auch wieder Bären und Steine. Und vor allem kann ich dann auch den hier mal holen. Beim nächsten Mal. Ich glaube jetzt fast schon. Ich will genug. Mache jetzt mittlerweile ganz gut Geld. So, was ich jetzt aber auch machen muss. Haben wir noch nicht gemacht bisher, weil es noch nicht notwendig war. Upsala. Zack. Wir müssen uns jetzt eine Holzbrücke bauen. Denn jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir hier diesen Fluss überqueren. So, und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Ist das hier. Ah. So. Zack. Was ist das für eine witzige Liste jetzt hier? So. Und dann könnten wir nämlich
Mandate verfügbar. Willst du mich veräppeln? Es ist ein und dasselbe. Hä? Du bist sonst wo? Was soll ich denn da hinten? Was ist denn mit dem hier? Du Knilch. Ach so, ja. Ich kann den noch nicht aktivieren, weil er noch nicht drankommt, weil ich die Brücke noch nicht gebaut habe. Ich muss erst die Brücke bauen. Erst dann ist er fähig, auch das Ding anzunehmen. Den hat er tatsächlich schon. Also das war Stein, den kann ich nochmal machen. Man sieht es nicht, aber das ist wohl Stein. So, also hier ist definitiv nichts mehr los mit buggenden Bäumen. Das heißt, wir lassen den Förster jetzt auch hier mal wieder aufbauen. Auch hier hinten gehen jetzt die Bäume langsam weg, die hier noch übrig standen. So. Ich nehme an, ich habe dieses Bug-Problem jetzt mal gelöst. So, ja. Geht's doch schon gut. Ich will jetzt einfach gucken, ob es dann irgendwo halt meinetwegen. Vielleicht hat da irgendeiner Marmor. So. Auch cool.